Heute ist es sehr kalt. Peppa und Schorsch tragen ihre Mützen, Schals, Mäntel, Handschuhe und Stiefel. Guck mal, Schorsch, die Bäume haben keine Blätter. Die Bäume haben im Herbst ihre Blätter verloren. Peppa und Schorsch haben eine Matschepfütze entdeckt. Oh. Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Ich zuerst! Es ist so kalt, dass die Matschepfütze zu Eis gefroren ist. Und das ist sehr rutschig. Das ist nicht witzig. Da kommen Mama und Papa Wutz. Ah, gut, eine Matschepfütze. Papa Wutz springt auch gern in Matschepfützen. Halt, Papa! Oh, 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 oh. Das war knapp. Ein Glück, dass ich so gut die Balance halten kann. Papa, die Pfützen sind heute alle vereist. Wir können nicht reinspringen. Das macht nichts. Kommt, wir füttern die Enten mit Brot. Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Hallo Enten, wir haben euch Brot mitgebracht. Die Enten mögen Brot. Oh! Es ist so kalt, dass der Teich zugefroren ist. Das Eis ist sehr glatt. Wir wollten euch nicht auslachen, aber das sah ziemlich komisch aus. Es beginnt zu schneien. Schnee! Peppa und Schorsch lieben Schnee. Schorsch, wir fangen Schneeflocken. Peppa und Schorsch fangen Schneeflocken. Oh. Schorsch hat eine Schneeflocke gefangen. Peppa hat eine Schneeflocke gefangen. Oh. Schorsch, wir bauen einen Schneemann. Peppa und Schorsch bauen einen Schneemann. Zuerst den Körper. Schorsch, das ist der Bauch vom Schneemann. Dann bekommt der Schneemann einen Kopf. Jetzt braucht er Arme und Augen und einen Mund. Schorsch hat Stöcke für die Schneemannarme gefunden. Peppa hat Steine für die Schneemannaugen und den Mund gefunden. Jetzt das Gesicht. Jetzt fehlt nur noch eine Nase. Peppa hat eine Möhre als Nase für den Schneemann geholt. Der Schneemann sieht sehr zufrieden aus. Ihm ist höchstens ein bisschen kalt. Dem Schneemann ist zu kalt. Ich glaube, er friert. Schorsch hat Anziehsachen geholt. Die halten den Schneemann schön warm. Jetzt trägt der Schneemann Mütze, Schal und Handschuhe. Mama und Papa, schaut mal her. Auch Mama Wutz trägt Mütze, Handschuhe und Schal. Das ist der schönste Schneemann, den ich je gesehen habe. Papa Wutz sieht recht verfroren aus. Er trägt weder Mütze, Schal noch Handschuhe. Hatschi! Papa, warum trägst du nicht Mütze, Handschuhe und deinen Schal? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich kann sie nirgendwo finden. Ich weiß wohl, wo Papas Mütze, Handschuhe und Schal sind. Mütze, Handschuhe und Schal von Papa Wutz trägt der Schneemann. Oh! Emily ihren Frosch, Molly ihre Eule, uhu, und Luisa ihre Möhre. Möhre, Möhre. Herr Zebra guckt Fernsehen. Das ist besser. Ich hab was angeguckt. Aber das war uns zu langweilig, Papa. Papa Zebra geht jetzt ins Bett. Er muss morgen früh raus zum Post austragen. Du sagst es, Mama Zebra. Und macht nicht mehr so lange. Gute Nacht, Mama.
Peppa und ihre Freunde machen sich bettfertig. Zoes kleine Schwestern, die Zwillinge Susi und Sina, wollen auch dabei sein. Die Übernachtungsparty ist nur für große Mädchen. Sie sind so süß, die Kleinen. Können sie hier bleiben? Na gut, aber ihr müsst versprechen, dass ihr wach bleibt. Versprochen? Oh, ein Klavier. Ich habe Unterricht. Hört mal. Funkle, funkle, kleiner Stern. Darf ich auch mal? Ich auch. Funkle, funkle, kleiner Stern. Wer du bist, das ist Scht, ihr müsst ganz leise sein, damit Papa Zebra schlafen kann. Ab in eure Schlafsäcke, bitte. Was machen wir jetzt? Bei Übernachtungspartys gibt's immer ein Mitternachtspicknick. Was ist ein Mitternachtspicknick? Wir essen was, aber heimlich. Oh! Ich weiß, wo es was gibt, aber wir müssen ganz leise sein. Psst, Luzi. Psst, Peppa. Leise. Papa, warum liegst du auf dem Boden? So kann man die Sterne am besten beobachten. Guckt mal, die kleinen Sterne. Stellt euch vor, ihr würdet sie besuchen. Das ist der große Wagen. Oh. Ja, und die beiden Sterne an der Spitze zeigen auf den Nordstern. Boah. Nordstern, Nordstern, bist du nah oder bist du fern? Wir besuchen dich sehr gern. Hoho, aber Peppa, die Sterne sind dafür viel zu weit entfernt. Sind sie noch weiter weg als das Meer? Oh ja, aber durch ein Teleskop sehen sie viel näher aus. Haben wir denn ein Teleskop? Nein, aber Opa Wutz hat ein sehr gutes Teleskop. Können wir jetzt sofort Opa Wutz besuchen? Hohoho, es ist viel zu spät. Vielleicht können wir mal eine Ausnahme machen, Papa Wutz. Hurra! Peppa und Schorsch fahren zum ersten Mal mit dem Auto durch die Nacht. Guckt, wir folgen dem Nordstern. Nordstern, Nordstern, funkelst hell und bist so fern. Alle haben dich sehr gern. Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oh je, ich hoffe sehr, dass Oma und Opa Wutz nicht schon im Bett liegen. Was macht ihr denn hier um diese Uhrzeit? Wir wollen die Sterne sehen. Peppa und Schorsch würden sehr gern mal durch dein Teleskop gucken. Verstehe, gute Idee. Alle Mann mit aufs Dach hinauf. Hier ist es, das alte Lieschen. Boah! Mama, darf ich den Löffel ablecken? Ja, du kannst den Löffel ablecken und George leckt die Schüssel aus. Yippie! Peppa und George lieben Schokokuchenteig. Armer Papa Wutz, er verpasst den ganzen Spaß. Mama, darf ich Papa anrufen und ihm herzlichen Glückwunsch sagen? Das ist eine schöne Idee. In diesem Büro arbeitet Papa Wutz. Hallo, hier spricht der Löffel. Kann ich bitte mit Papa Wutz sprechen? Jemand für dich, Papa Wutz. Es klingt wichtig. Hallo, hier ist Papa Wutz. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Herzlichen Glückwunsch. Hoho, danke schön, Peppa. Komm bald nach Hause, Papa. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz. Dankeschön. Es gibt noch was Wichtiges zu tun, bevor Papa Wutz nach Hause kommt. Ja, Papas Geburtstagsüberraschung. Psst, Josh. Denk dran, es ist ein Geheimnis. Psst. Peppa und Josh haben Wassereimer geholt und Mama Wutz hat Ballons.
Was mag das wohl für eine Geburtstagsüberraschung sein? Papa kommt! Schnell, zurück zum Haus! Papa Wutz kommt wieder nach Hause. Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz! Danke schön euch allen. Hui, das sind aber viele Kerzen. Weil du eben schon sehr, sehr alt bist, Papa. Du musst versuchen, jetzt alle auf einmal auszupusten. Haha, ich gebe mein Bestes. Was ist ein Stromausfall? Stromausfall heißt, es gibt keine Elektrizität mehr. Was ist Elektrizität? Elektrizität. Das ist, was alles hier im Hause antreibt. Kommt denn dann die Elektrizität wieder? Ja, aber in der Zwischenzeit brauchen wir eine Taschenlampe. Ich glaube, wir haben eine im Keller. Alles klar, ich gehe sie mal holen. Geht das denn, Papa Wutz? Haha, natürlich geht das. Ich sehe sehr gut im Dunkeln. Wer hat das dahingestellt? Oh, Papa, alles in Ordnung? Ja, es ist nur ein bisschen dunkel hier unten. Oh, jetzt fällt's mir ein. Ich glaube, die Taschenlampe ist in der Küche. Aha. Mama Wutz hat die Taschenlampe gefunden. Darf ich die Lampe halten, Mama? Na gut. Schorsch, guck mal hier. Peppa zieht eine lustige Grimasse. Keine Angst, Schorsch. Das ist doch nur Peppa. Oh, wir sollten Papa sagen, dass wir die Lampe gefunden haben. Papa Wutz ist immer noch im Keller und sucht nach der Taschenlampe. Sie muss doch hier irgendwo sein. Papa, wir haben die Taschenlampe gefunden. Zum Glück war sie die ganze Zeit in der Küche. Na, was für ein Glück. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Elektrizität wiederkommt. Und wie lange dauert das? So ganz genau? Ich würde sagen, ganz genau eine lange Zeit. Oh, aber Schorsch und ich wollen doch noch weiter tanzen. Ich weiß, was wir machen können. Wir können ein bisschen Fernsehen gucken. Oh, er geht nicht an. Der Fernseher braucht auch Elektrizität. Wirklich? Ja. Oh, und was sollen wir jetzt machen? Oh. Peppa hat den Ball nicht gefangen. Das ist ein dummes Spiel. Da kommt Peppas beste Freundin Luzi Locke. Sie hat zwei Tennisschläger dabei. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Spielen wir Tennis? Ja, hört sich gut an. Los geht's, Luzi. Oh. Luzi ist nicht an den Ball gekommen. Oh. Peppa ist nicht an den Ball gekommen. Peppa und Luzi lieben Tennis spielen. Aber Schorsch fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen. Schorsch, tut mir leid. Aber du kannst nicht Tennis spielen. Wir haben doch nur zwei Schläger. Ich weiß was. Schorsch ist unser Balljunge. Ja, das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Schorsch ist jetzt der Balljunge. Er muss den Ball holen, wenn er zu weit geschlagen wurde. Ich schlag auf, Luzi. Oh, vorbei. Balljunge. Danke, Balljunge. Oh, Balljunge. Danke, Balljunge. Balljunge. Oh weh, dieses Spiel gefällt Schorsch gar nicht. Da kommen Klausi Kleff, Pedro Pony, Molly Mietze, Luisa und Linus Löffel. Hallo zusammen. Hallo. Wir spielen Tennis. Können wir mitspielen? Aber wir haben nicht genug Schläger. Oh. Dann spielen wir was anderes. Wir spielen Fußball. Ja, Fußball.
Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Sei nicht albern, Peppa. Kinderleicht. Oh, so war das aber nicht gedacht. Papa Wutz hat ganz viele Risse in die Wand gemacht. Oh, Papa, jetzt ist die Wand kaputt. Ach was, die paar Risse, da hängt das Bild drüber. So. Ich sehe die Risse immer noch, Papa. Ja, ich werde den Nagel rausziehen und die Risse zuspachteln. Mach keine Sauerei, Papa. Sei nicht albern, Peppa. Gleich habe ich ihn. Oh! Oh, Papa! Jetzt ist die Wand aber richtig kaputt. Meinst du, dass Mama was merkt? Ja, das wäre gut möglich. Schnell, Schorsch! Was machen die beiden? Papa, wir können dich sehen. Papa Wutz muss die Wand reparieren, bevor Mama Wutz nach Hause kommt. Ziegelstein bitte. Zuerst füllt Papa Wutz das Loch mit Ziegelsteinen. So. Als nächstes verputzt Papa Wutz die Steine. Hohoho, kinderleicht. Dann streicht Papa Wutz die Wand an. So gut wie neu. Die Wand ist repariert. Hurra! Madame Gazelle, wie wird die Zukunft eigentlich sein? Was denkst du denn, wie sie sein wird? Eins ist sicher, in der Zukunft wohne ich auf dem Mond. Und alle meine Freunde kommen mich besuchen. Und ich werde sicher mal Raumschiffpilot. Hallo. Wir nehmen jetzt eine Nachricht für die Menschen der Zukunft auf. Sagt Hallo zu der Zukunft. Hallo, ihr in der Zukunft. Bestimmt wohnt ihr alle auf dem Mond, oder? Und macht Urlaub auf dem Mars. Und fliegt mit Weltraumraketen rum. Wundervoll. Es ist Abholzeit. Fast alle Eltern sind schon da. Mama, Papa, wir haben eine Erinnerungskapsel. Ah, Herr Wutz, Sie helfen bestimmt mit. Wir graben ein Loch. Ja, natürlich. Papa Wutz gräbt ein Loch für die Erinnerungskapsel. Fertig. Können wir sie jetzt wieder ausgraben? Oh, sie wird jetzt viele Jahre lang tief in der Erde bleiben. Oh, so lange kann ich aber nicht abwarten. Peppa, du bist genauso wie dein Papa als kleiner Junge war. Wirklich? Ja, ich erinnere mich gut, als ich seine Lehrerin war. Warst du mal seine Lehrerin? Ja, ich unterrichtete all eure Mütter und Väter. Erinnert ihr euch? Ja, Madame Gazelle. Als eure Mütter und Väter klein waren, hatten wir auch eine Erinnerungskapsel. Ja, das ist wahr. Wir vergruben sie unter einem kleinen Baum. Können wir sie ausbuddeln? Ja, ich glaube, die Stelle war irgendwo ihr. Oh. Wiedersehen, kleine Vögel. Wir bauen eine Vogelscheuche. Das ist Opa Wutz Gartenschuppen. Hier drin gibt es eine Menge Sachen, um eine Vogelscheuche zu bauen. Zuerst brauchen wir zwei Stöcke und etwas Kordel. Das besorgen wir. Peppa hat zwei Stöcke gefunden. Schorsch hat etwas Kordel gefunden. Gut, ich binde die Stöcke zusammen. Das wird der Körper. Oma Wutz hat etwas Stroh gefunden und einen alten Sack. Großartig. Ich steck das Stroh in den Sack. Das wird der Kopf. Jetzt braucht die Vogelscheuche was zum Anziehen. Hier ist eine Tasche mit alten Kleidern. Oh! Schorsch hat ein Kleid gefunden.
Dummer Schorsch. Herr Vogelscheuche zieht doch kein Kleid an. Peppa hat einen Mantel gefunden. Sehr gut, Peppa. Schorsch hat einen Hut gefunden. Sehr gut, Schorsch. Herr Vogelscheuche braucht ein Gesicht. Das stimmt. Willst du mit Schorsch ein Gesicht für ihn malen? Ja, bitte. Schorsch malt die Augen und die Nase. Peppa malt den Mund. Fantastisch! Herr Vogelscheuche ist fertig. Hurra! Die kleinen Vögel suchen nach Opa Wutz Blumensamen. Guck, die kleinen Vögel sind wieder da. Keine Sorge, Peppa. Herr Vogelscheuche wird sie verscheuchen. Es funktioniert. Herr Vogelscheuche hat die Vögel verscheucht. Hurra! Gut, jetzt werden meine Blumensamen nicht mehr gefressen. Oh, Opa, die kleinen Vögel sehen sehr traurig aus. Ja, sie haben sicher Hunger. Peppa, Schorsch, zieht eure Schwimmwesten an. Wenn Peppa und Schorsch auf dem Boot von Opa Wutz sind, müssen sie Schwimmwesten tragen. Auf diesem Boot bin ich der Kapitän. Ei, ei, Captain. Ei, ei, Captain. Wenn Captain Opa sagt, was so zu tun ist, müsst ihr es auch tun. Außer es ist etwas Dummes. Captain Opa sagt nie etwas Dummes. Natürlich nicht, Captain Opa. George, hiss die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain. Oma Wutz. Ans Steuerrad. Ei, ei, Captain. Volle Kraft voraus. Volle Kraft. Vielleicht solltest du etwas langsamer fahren, Opa Wutz. Gute Idee, Oma Wutz. Ich möchte nicht das ganze Benzin verbrauchen. Opa, ich fand es schön so schnell. Keine Sorge, Peppa. Wir fahren später noch schnell. Guck mal, da ist noch ein Boot. Das ist Opa Kleff. Er macht eine Bootsfahrt mit Klausi Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Wutz. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Opa Kleff ist der beste Freund von Opa Wutz. Ich bin überrascht, dass dein alter Kahn immer noch schwimmt, Opa Kleff. Der ist doch bestimmt schon so alt wie du. Mein alter Kahn ist immer noch viel schneller als dein rostiger Eimer, Opa Wutz. Na gut, du alter Seehund. Wir machen ein Rennen. Du wirst verlieren, Wasserschwein. Ich sehe sie, ich sehe sie. Hier sind die Tomaten, Mama. Gut gemacht, Peppa. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt leg sie in den Wagen. Hier sind die Tomaten. Gut gemacht, Peppa. Tomaten, die können wir von der Liste streichen. Was steht noch auf der Liste? Spaghetti! Patetti! Das stimmt, Schorsch. Aber man sagt Spaghetti. Patetti! Spaghetti mögen Peppa und Schorsch am liebsten. Wo wohl die Spaghetti sind? Ich kann sie sehen. Hier entlang. Spaghetti! Guck, Mama, hier sind die Spaghetti. Gut gemacht, Peppa. Wir legen die Spaghetti in den Wagen. Ja, Mama. Patetti! Schorsch, es heißt Spaghetti. Pidetti. Was sagt unsere Liste, Peppa? Chips. Chips sind nicht auf der Liste. Wir haben jede Menge Chips zu Hause, Peppa. Rate noch einmal. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Erinnerst du dich, Schorsch? Sausia. Dinosaurier? Schorsch. Es gibt doch keine Dinosaurier im Supermarkt. Nein, Schorsch. Der nächste Punkt auf der Liste sind Zwiebeln. Zwiebeln! Jetzt fällt's mir wieder ein. Hier sind sie. Gut gemacht. Eins,
zwei, drei, vier. Zwiebeln. Sehr gut. Das war's fast schon von unserer Liste. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Das ist der Park. Wir sind da! Hurra! Mama, warum sind die ganzen Blätter rot und gelb? Es ist Herbst, Peppa. Im Herbst wird es kälter und die Blätter färben sich bunt. Ist das windig? Lasst uns spielen, dann wird uns warm. Ich bin... Oh, da sollte er aber gar nicht hin. Der Wind hat den Ball weggeblasen. Der Ball ist im Teich. Mit dem Stock komme ich bestimmt dran. Noch ein bisschen weiter, Papa. Sei vorsichtig, Papa Wutz. Keine Sorge, ich hab ihn schon fast. Papa, ist das Wasser kalt? Ein bisschen schon. Der Wind hat den Ball aus dem Teich geblasen. So ein Glück. Ja, das ist ein großes Glück. Es wird sogar noch windiger. Haltet eure Mützen fest. Auweia, der Wind hat Schorschs Mütze weggeblasen. Keine Sorge, Schorsch. Papa Wutz holt deine Mütze wieder. Schnell, Papa. Guck mal, sie ist da an dem Baum. Ich kletter hoch und hol sie. Der Baum ist viel zu dünn, um dich auszuhalten, Papa Wutz. So? Wie kriegen wir die Mütze denn dann? Ganz einfach. Wir schütteln sie vom Baum. Vielleicht muss ich noch mehr schütteln. Oh! Das ist eine Münze. Wow. Vielleicht von einem echten Piratenschatz. Oh. Kommt, wir sammeln alles Schöne ein, was wir finden. Ja, wir sammeln es in Schorschs Eimer. Und was für ein Schatz verbirgt sich in diesem Becken? In diesem Felsbecken ist nichts Besonderes. Irgendetwas ist immer da, Peppa. Sieh genau hin. Oh, da ist irgendetwas. Ja, es ist ein Krebs. Oh! Der Krebs zwickt Opa Wutz in den Finger. Oh! Au! Böser Herr Krebs. Guck mal, Schorsch. Herr Krebs marschiert ja seitwärts. Schorsch tut, als wäre er ein Krebs. Peppa möchte auch ein Krebs sein. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Zwick, zwick, zwick. Hilfe! Hier sind zwei sehr böse Krebse. Die wollen mich zwicken. Zwick, zwick, zwick. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Husch, husch, ihr bösen Krebse. Geht zurück in eure Felsbecken. Ja, wir gehen wieder zu den Felsbecken. Hast du was entdeckt? Eine Muschel. Hörst du darin das Meer rauschen? Was meinst du damit? Wenn du eine Muschel ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Toll! Ich höre wirklich das Meer. Ich liebe meine Muschel. Schorsch, kannst du auch eine Muschel finden? Muschel! Das ist nur keine Muschel. Oh! Hallo, Herr Bulle. Hallo zusammen. Muss wieder los. Haufenweise Müll zu sammeln. Tschüss. Tschüss. Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut,
Der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich. Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Peppa, stopp! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen, der blaue ist für Blechdosen und der grüne ist für Flaschen. Pepper, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? In den grünen. Ja. Das macht Spaß. Jetzt ist George dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? George möchte Papa Wutz Zeitung recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, George. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, George. Zeitungen kommen in den roten Korb, George. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt, jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra, auf geht's! Mama Wutz hat die Flaschen, Peppa hat die Blechdosen und George hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Dafür haben wir etwas viel Lustigeres. Peppa hat ihr Spielzeugboot mitgebracht. Und George hat sein Spielzeugboot mitgebracht. Komm, wir ziehen dein Boot auf, George. Georges Boot hat einen Motor zum Aufziehen. Schnell, George, setz das Boot in den Teich, bevor der Motor wieder anhält. George liebt sein Aufziehboot. Mama, kannst du mein Boot aufziehen? Dein Boot braucht man nicht aufzuziehen, Peppa. Peppas Boot ist ein Segelboot. Es wird vom Wind angetrieben. Ich mag mein Boot nicht. Es macht ja überhaupt nichts. Das liegt daran, dass heute kein Wind ist. Vielleicht braucht es ein bisschen Hilfe. Ich keuche und ich schnaufe und ich puste dein Boot davon. Hurra! Das war wirklich schnell. Peppa liebt ihr Segelboot. Da ist Peppas Freundin Luzi Locke. Hallo zusammen. Hallo Luzi. Wir spielen mit unseren Booten. Ich habe ein Rennboot. Ist das zum Aufziehen? Nein, es hat Batterien. Luzis Rennboot hat Batterien, die es antreiben. Oh. Was für ein großartiges Rennboot. Entschuldigung, Frau Ente. Da kommt Klausi Kleff mit Opa Kleff. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Mein Opa hat mir einen Schaufelraddampfer gebaut. Oh. Ich muss sagen, das ist beeindruckend. Wie funktioniert es? Es hat eine Dampfmaschine. Ich muss nur diesen kleinen Hebel umlegen. Wow. Was für ein fantastischer Schaufelraddampfer. George mag die Spinne. Die Spinne mag George. Peppa liebt es, Teekränzchen zu spielen. Wo sind die Schokoladenkekse, Papa? Wir hatten gestern noch ganz viele. Oh, tut mir leid, Mama. Ich muss sie wohl aufgegessen haben. Ho, ho, ho. Schlimmer, Papa. George bringt die Spinne ins Bett. Heya. George, was machst du denn? Du sollst mir doch beim Teekränzchen helfen. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Papa, da ist eine Spinne im Kinderzimmer. Keine Sorge, Peppa. Bitte, Papa, mach sie weg. Kein Grund zur Panik. Hallo, George. Hast du die Spinne gesehen?
Die ist eklig. Bitte bring sie weg. Du brauchst dich doch nicht zu fürchten, Peppa. Spinnen sind sehr, sehr klein und sie können dir nichts tun. Aber keine Sorge, Papa bringt sie aus dem Zimmer. Wow, die ist ganz schön groß, oder? Ich hol mal gerade Mama Wutz. Mama Wutz! Hallo, Herr Spaghettibein. Peppa ist schon ein bisschen mutiger. Es gefällt ihm in meinem Puppenhaus. Hallo, Kinder. Ihr habt also eine Spinne gefunden. Ich bringe sie aus dem Kinderzimmer, damit ihr spielen könnt. Mama, sein Name ist Herr Spaghettibein. Oh, Herr Spaghettibein ist ja ganz schön groß. Peppa und Schorsch mögen die Spinne. Hiya. Schorsch bringt die Spinne ins Bett. Nein, Schorsch. Er möchte Tee trinken. Er will doch noch nicht ins Bett. Hast du Hunger, Herr Spaghettibein? Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komm ich dran. Gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Oh! Halt, halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Peppa und Schorsch lieben den Strand. Alle lieben den Strand. Peppa, Schorsch, wollt ihr mal mit euren Eimern und Schaufeln spielen? Oh ja, Mama. Papa, Papa, dürfen wir dich im Sand verbuddeln? Tja, Bitte, Papi. Oh, na gut. Yippie! Peppa und Schorsch verbuddeln Papa Wutz im Sand. Halt, halt! So. Jetzt kannst du nicht mehr weg. Mein Kopf wird ein wenig heiß. Bekomme ich meinen Strohhut? Wenn du schön bitte sagst. Bitte, bekomme ich meinen Strohhut? Ja, bekommst du, Papa. Das ist fein. Vielleicht mache ich einfach ein kleines Schläfchen.